Dennoch zeigte er Mitleid mit der Premierministerin, sie habe den am wenigsten beneidenswerten Job in der westlichen Politik, so Blair. Deshalb sei es für May ja an der Zeit, sich einzugestehen, dass es keinen Ausweg gibt als ein weiteres Referendum mit der Option, Teil der Europäischen Union zu bleiben. Blair leitete von 1997 bis 2007 als Chef der linken Labour-Partei die Regierungsgeschäfte in London. In der Vergangenheit hatte er sich bereits mehrmals für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. Ich bin leidenschaftlich gegen den Brexit, sagte der 65-Jährige nun noch einmal. Er glaube immer noch, dass der Austritt verhindert werden könne. Quelle: NTV. De. 10 Jahre leitete Tony Blair als Premier die Geschicke Großbritannien, nun sieht er sein Land im totalen Chaos versinken. Der frühere britische Premierminister Tony Blair sieht in einem zweiten Brexit-Referendum den einzigen Ausweg aus der gegenwärtigen verzwickten Lage seines Heimatlandes. Und das könne nur durch ein zweites Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU gelöst werden. Premierministerin Theresa May sprach er sein Mitgefühl aus. May kämpft um Unterstützung für ihre Brexit-Strategie innerhalb der eigenen konservativen Partei. Vergangene Woche hatte sie nach zweijährigem Ringen mit den Parteikollegen das Weißbuch für den EU-Austritt vorgelegt. Demnach strebt sie enge Bindungen an die EU nach dem Brexit an. Aus Protest dagegen waren daraufhin zwei einflussreiche Brexit-Hardliner, Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis, zurückgetreten. Blair bezeichnete Mays Strategie als einen Plan, der niemanden zufriedenstelle. Zudem würden die Verhandlungspartner in Brüssel ihn wahrscheinlich nicht akzeptieren. Die aktuelle Brexit-Strategie der Regierung hält er für wenig konsensfähig. Sein Lösungsvorschlag: ein weiteres Referendum. Die aktuelle politische Situation sei ein totales Chaos, sagte Blair in einem AFP-Interview.